Willkommen zurück, meine lieben Zockerfreunde auf dem Kanal The Bear and the Bee. Wir spielen gemeinsam die nächste Folge Whispering Willows. Ja, und in der letzten Folge haben wir den Körper von Flying Hawk gefunden. Sein Geist hat endlich Ruhe gefunden. Wir sind dafür aber jetzt wieder alleine und müssen unseren Dad finden. In dieser großen, gruseligen Villa hier, so wie es ausschaut. Das werden wir jetzt mal versuchen, also wir können... denke ich, hier vorne schon die Villa betreten. So, Kapitel 2. Wertham's Warrior. So, wir haben hier eine recht imposante Eingangshalle mit einem großen Familiengemälde. Sehr schönen Leuchtern. Und mal wieder eine Notiz. So, und zwar ist es jetzt Wertham Willows 5, oder? Ich habe mich heute Morgen mit dem Quantaco-Schamanen getroffen. Einem Mann namens Flying Hawk. Wir haben uns getroffen, um den Tauschhandel des Landes zu diskutieren, aber unser Gespräch hat sich gewendet. Er sagte mir, dass dieses Gebiet voll von spiritueller Macht sei, dass der Schleier zwischen diesem und dem nächsten Leben dünner als anderswo sei. Wir haben über Martha gesprochen, dass er mir helfen könnte, sie wiederzusehen. Ich habe ihm geglaubt und er bot mir seine Friedenspfeife an. Ich war nicht sicher, aber der Mann hat mir gesagt, dass es mir helfen würde, mich zu befreien. Ich probierte von dem seltsamen Rauch, den er mir gab, und der Mann sagte mir, ich müsse loslassen, wenn ich sie wiedersehen wollte, dass mein Geist rein sein müsse. Wir meditierten für einige Zeit, meine Gedanken rasten währenddessen. Ein Anfall von Paranoia packte mich und ich erkannte, was der Medizinmann vorhatte. Er würde mir meine Hoffnungen auf die Zukunft nehmen. Mich ein Leben in der Wildnis leben lassen. Ich wusste, dass er versuchte, meine Gedanken zu vergiften und ich hätte gewettet, dass der Rauch auch eine schändliche Absicht hatte. Ich weigerte mich, solch eine Unverschämtheit zu dulden. Ich stand auf und forderte diesen Nekromanten zum Kampf heraus, aber er rührte sich nicht. Ich legte meine Hände um seinen Hals, aber noch immer rührte er sich nicht. Ich drückte, bis das Leben seinen Körper verließ und er zusammensackte. Oh. Ich ließ los und löste meine Finger von seiner Haut, als er umkippte. Ich verließ das Tipi und gab meinen Männern den Befehl, die Erde von diesen abscheulichen Wilden zu reinigen, wie Gott es mir befehlen würde. Darby tötete sogar zum ersten Mal. Ich wäre stolz auf ihn, aber er zitterte den ganzen Rest der Schlacht. Es war nur ein kleines Mädchen. Das sind schließlich nur Wilde. Okay. Ja, eine Frauenbüste. Ich frage mich, wer das sein könnte. Okay. Nehmen wir wieder eine Tür. Gepanzerte Statue. Das ist unglaublich. Vielleicht hatte Wertham doch keinen so schlechten Geschmack. Boah, Leute, die Villa, die ist echt riesig. So, gibt es hier irgendwas zum Anschauen? Also hier oben können wir auf alle Fälle wieder durchschweben. Aber hier auch erstmal eine Tür. Okay, die ist verschlossen. Das macht die Entscheidung leichter, was wir als nächstes tun. Oh, diese letzte Notiz, die war jetzt wirklich nicht... Ja. Da können wir auch noch nach oben durch, okay. Hier haben wir auch wieder eine Notiz. So, John Elkhorn, 3 von 9. Ich bin einer der wenigen Verbleibenden meiner Blutlinie, die von einer Linie mächtiger Schamanen abstammen. Ich mag zwar nicht die Kräfte haben, die sie einst hatten, aber meine Verbundenheit zur Natur ist genauso stark. Es hat etwas gedauert, bis ich es bemerkt habe, aber hier ist eine unterschwellige Energie im Spiel, die durch die Luft schwingt. Der Schleier zwischen der Ebene des Lebens und der des Todes ist dünn hier. Geister scheinen sich zwischen dem Schleier zu bewegen, wie bei einer Osmose. Es ist fast unbeschreiblich, wie ich ihre Gegenwart hier spüren kann. Ich will wissen, was das alles bedeutet. Okay, also unser Vater hat scheinbar diese Fähigkeit auch. So, hier sind wir wieder auf einem Dachboden und können von dem Hebel Besitz ergreifen. Hoch oder runter, um den Hebel zu bewegen. Okay. So, aber wie
kommen wir jetzt hier hoch? Über die Treppe hier vorne wahrscheinlich. Gehen wir mal noch nach rechts hier. Noch eine Männerbüste. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. So, hier haben wir wieder einen Geist. Darby O'Halloran. Oh, es ist nur ein kleines Mädel. Wortham ist mein bester Kumpel. Du warst an mir nicht vorbeigekommen. Er will deinesgleichen nicht sehen. Meine Frau ist eher gewillt, ihre Zeit mit kleinen Mädchen zu verschwenden. Also ich kann es nur immer wieder sagen, ich finde es echt wahnsinnig schön gezeichnet und gestaltet. Grammophon, es gehört in ein Museum. So. Tagebucheintrag. Darby Breloren? Ich habe einen großen Mann namens Darby in der Villa getroffen. Er hat einen seltsamen Akzent, der wie irisch klingt, aber ich bin nicht sicher. Er wollte nicht lange mit mir reden, aber er hatte jemanden namens Wortham erwähnt. Ich glaube, Wortham war der Mann, dem diese Villa gehörte. Wir haben von ihm in der Schule gehört. Er hat geholfen, unsere Stadt zu errichten. Ich weiß nicht, warum dieser Darby-Typ ihn erwähnt hat, aber er wollte mir nicht viel sagen. Er hat mich sogar angeschrien. Daher habe ich ihn in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, warum er so gemein zu einem kleinen Mädchen ist. Ah, ja, so. Treppe hoch. Okay, also wir gehen dann automatisch hier entlang. Die Tür ist verschlossen. Okay. Ich kann aber auch noch hier rüber gehen. So. Hier leuchtet unser Amulett wieder. Drücke Space, um zu reden. So, das ist wahrscheinlich jetzt die Frau. Claire O'Halloran. Mein armer Darby. Sein Mörder wurde nie gefunden, trotz der Bemühungen. Ich habe über seinen Tod nachgeforscht, aber etwas hat mich aufgehalten. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, was es war. Bitte hilf mir, Elena. Ich kann nicht ruhen, ehe sein Mörder gefunden wird. Okay. Das heißt also, wir werden jetzt den Mörder von Darby suchen. Dort ist ein Loch im Boden. Ja, das ist so... Also hier wäre ja dann die Leiter. Nur über dieses Loch im Boden. Das ist jetzt natürlich blöde. Gibt es da unten noch irgendwas, was wir tun können? Die war ja auch verschlossen. Allerdings weiter runter reicht jetzt diese Leiter leider nicht. So, was können wir hier tun? Hier unten liegen auf alle Fälle Bretter, aber das ist nicht angezeigt worden, dass da irgendwas geht. Und hier oben. Ah! So. Ich denke mal, mit dem Tisch können wir das Loch verschließen. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. What goes up must come down. Okay. So, jetzt können wir hier auch weiter.
Hier haben wir jetzt natürlich wieder ein Loch im Boden. Der Boden hat hier nachgegeben. Dieser Ort ist nicht sehr sicher, nein. Aber wir haben jetzt hier eine Leiter. So, und dann schauen wir mal. Oh, wir kriegen diese Tür tatsächlich auf. So, es wird hier echt immer staubiger und älter und bewege die Kommode mit Space. Jawohl. So. Jetzt ist es so, dass wir hier durch diesen kleinen Spalt als Geist wieder nach oben schauen. Und hier haben wir ein Badezimmer. Bewege diesen dem besessenen Trophäen-Zimmerschlüssel. Okay. So. So. Jetzt haben wir hier den Zimmerschlüssel. Wow, dieser Schlüssel mit solch filigranen Details. Ja, das sieht mir sehr nach einem... Aber jetzt schauen wir mal nochmal in das Bad da nach unten, ob wir da irgendwas übersehen haben. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. So, unten hatten wir eine verschlossene Tür. Ich denke mal, dass das der Schlüssel dazu ist. Wandern wir jetzt noch schnell runter und gucken, ob das passt. Na? Schön, wie der Tisch da genau in der Lücke sitzt. Das finde ich sehr schön. So. Also entweder ist es jetzt tatsächlich die Tür hier. Oder gegenüber war, glaube ich, auch noch eine. Okay, die ist verschlossen. Dann schauen wir noch nach hier oben. Ob er hier passt. Und da passt ja der Trophäenzimmerschlüssel. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden diese Folge für heute. Hier an dieser Stelle. Schauen uns den nächsten Raum dann beim nächsten Mal an. Ich sage Dankeschön fürs Reinschalten. Über den Kommentar würde ich mich freuen. Über den Rest natürlich genauso. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Und sage Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.